Ja, hallo und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einem kleinen Video hier zurück aus meiner WG. Im Zeitalter der guten Unterhaltung, wo wir Leute wie Stefan Raab, wie Joko und Klaas kennengelernt haben, wollen wir doch nicht vergessen, dass YouTube auch sehr viele gute Unterhalter hat. Deswegen seid ihr nicht auf diesem Kanal, weil ich bin's ja nicht. Also, wir haben heute eine ganz geile Aktion vor. Und zwar dachten wir uns, dass wir mal ein bisschen Lärm in unserem Haus machen hier. Ja, wir haben also einen willkürlichen Schrank hier im Flur. Komplett. Zerlegt. Da seht ihr jetzt auch nochmal die Bretter. Ja, alles komplett zerlegt. Hier seht ihr unsere Funkrichtung. Direkt im Flur sind wir also dabei, mit der Stichsäge einfach alle Bretter zu klein zu sägen und abzuwarten, wann der erste Nachbar kommt, um zu klingeln und sich zu beschweren. Hat noch alles gut geklappt. Ja, und wir haben das meiste schon fertig hier. Das Beste daran ist aber, dass der Alex immer runtergeht mit so einem riesen Ikea-Beutel und alles in die herkömmliche Mülltonne wirft. Ja, das darf natürlich keiner wissen. Vielleicht müssen wir das sogar rausschneiden. Das müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müsste er gleich wieder hochkommen. Und dann geht's weiter mit unserer Sägesession hier. Ja, kommt noch nicht. Eine Ewigkeit später. So, jetzt müsste er aber langsam mal kommen hier. Kann sich nur noch um Stunden handeln. 12 Uhr mitternachts. Theo, was ist denn da los? Warum fühlt das schon? Tausendmal die ganzen Treppen runter, hat auch ein ganzes Gewicht. Hast du unterwegs schon ein paar Nachbarn getroffen? Was hat sie gesagt? Nichts. Ich hab wahrscheinlich Angst vor mir. Ja, Angst vor dir? Ich Er läuft noch, ja? Aktion geht weiter. Wir haben ja nicht mehr viel hier. Also wir haben jetzt noch diese beiden großen Bretter. Die müssen wir noch klein kriegen. Ja, dann scheißen wir es doch runter. Scheiße, Mann. Also bisher hat noch keiner was gesagt und noch keiner sich beschwert. Das heißt, wir können weitermachen. Challenge accepted. So, folgender Stand. Wir sind mittlerweile beim letzten Brett angekommen. Also ich hier oben steht das gute Stück. Und das wird jetzt nochmal ganz hart, weil das ist so ein doppelverkleidetes, ne? Also so zwei Seitenwände aneinander. Und das könnte nochmal heikel werden. Wie sieht's bei dir aus? Gehen, Treppen, schwer. 4 Stockwerke. Ja, schön, da ist wieder die nächste Tüte, die nächste Ladung. Das haben wir gar nicht veröffentlicht, weil wir sagen, wir sind in herkömmlichen Hausmüll geschmissen haben. Das wird dann nochmal eine Rutsche. Und dann haben wir es geschafft. Ohne dass die Nachbarn sich beschweren. Und hoch! Was ist diese? Tigger! Zeig mal die Kamera. Wow. Einfach mal das Messer verloren, geil. Ja, es liegt doch hier. Das gibt's doch nicht. Also erstmal Strom ab. So. Oh. Hast du es gesehen? Nee. Das hat sich bewegt, das Metall, und ist direkt in Richtung Sägeblatt gerutscht. So, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Der Endspurt ist geglückt. Wir haben jetzt alles komplett zerlegt. Alles komplett in die Einzelteile. Er hat... Zeig mal deine Atemschutzmaske. Also, immer schön zu Hause nicht nachmachen und immer schön Atemschutzmaske tragen, ja? Das ist professionelle Wiese. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Es brennt kein Licht draußen. Wir gehen nochmal raus. Keine Nachbarn. Und gleich. Sehr gut, wir haben es geschafft. Alles zersägt, alles zerkleinert, jetzt müssen wir es nur noch im Müll bringen. Und dann haben wir unsere Lärm-Challenge bewältigt. So, liebe Damen und Herren, wir kommen zur nächsten kleinen Peinlichkeit. Natürlich gehört sich das auch in einem Männerhaushalt, in einer Männer-WG so, dass man keinen Handfinger und keine Schaufel hat. Deswegen sammeln wir jetzt die Späne mit einem Löffel. So wird es heute gemacht, denn merke sich der Handwerker, wenn du viel Späne hast, saug es nicht auf. Damit saust du dir nämlich den ganzen Staubsauger ein. Wir löffeln jetzt ja also ein bisschen rum und geben alles. Wenn es auch eigentlich haken, wenn du willst. So wie ja. Bei so einem Bonsai-Baum. Wir können ja unser eigenes Minecraft hier machen. Wir meditieren jetzt noch dazu. Noch ein für Mami. Ein für Papi. Wollen nicht noch irgendwas reinmalen und davon ein Foto machen oder sowas und das an die Wand aufhängen? Nur Verrückte hier.
eine glückliche Sonne. Habt ihr Bock auf mehr solcher Videos? Dann jetzt den Kanal abonnieren und die nächste Challenge in die Kommentare schreiben. Was sollen wir hier in unserer WG mal ausprobieren? Was sollen wir machen? Vielleicht auch draußen unterwegs? Schreibt eure Challenge in die Kommentare. Ich freue mich drauf.